Ich bin Katharina Pilic, bin 51 und ich bin mit meinem Mann zusammen bei der katholischen Kirche Messmann und Hauswart. Wir sind hier im katholischen Pfarreizentrum Niederrutzwil. Es ist die Lebensmittelabgabestelle, heisst Markthalle. Wir verteilen übrig gebliebene Lebensmittel von den Grossverteilern, die die Schweizer Tafel einsammeln und uns liefern, an Bedürftige. Armutsbetroffene aus der Region Utzwil. Ihr kommt den Gucci über bei uns am Stand. Na našem standu ima dobiće te gućajn za jedno jelo, jedno piće. Ich komme gern. Seit 9 Jahren bin ich da schon. Und ja, immer wieder würde ich gerne kommen. Und ich würde jedem empfehlen, der einfach nicht gute Möglichkeit hat für das Leben oder zu wenig hat, dass er auch ja, das hinkommen kann. Wir bereiten jetzt vor für unseren Mittagstisch. Der findet zweimal im Monat statt. Und es sind ganz verschiedene Leute von verschiedensten Ländern, die bei uns mithelfen, alles Armutsbetroffene aus der Region. Wenn du so schneidest, du siehst genau, was du wegschneidest. Das geht super. Das Ziel ist auf der einen Seite, dass sie unsere Lebensmittel kennenlernen, unsere Gerichte vielleicht auch ein bisschen und auch, dass sie sich integrieren können, dass sie Kontakt knüpfen, dass sie auch Beschäftigung haben. Ich wohne in Jönöschwil, jetzt in der Caritas arbeite dieser Kochen. Mein richtiger Name ist Concetta Ecker. Da alle sagen mir Mama Mia. Mit der Katharina ist ganz ein guter Mensch. Manchmal ist sie mit mir, nur mit mir verrückt. Aber ich muss sie. Aber ich bin nur 5 Minuten verrückt mit den Leuten. Nachher wieder gut. Sie hat einmal Katharina mir gefragt, wenn ich kann kochen kann. Ich habe gesagt, ich koche, aber nicht Schweizer. Ich koche meine Sachen. Also Gnocchi, Lasagne, Arancine, die Sachen, die. Und ja, da. Bis jetzt sind es bald 8 Jahre. Immer kommen. Nicht einmal gefällt. Katharina ist ganz, ganz ein liebes Mensch. Hilfbereich. Versteht Leute. Und wenn Leute nicht gut mit Deutsch auskommen, ist sie da, immer, zum Erklären, zum Helfen. Kannst du auch mal arbeiten kommen? Ich habe Arbeit, ich brauche einen starken Mann. Bist du ein starker Mann? Nein. Subotu. Subotu. Stani si dopo dva sata dođeš. Abfahren. Ich kann schon auch der Polizist sein. Das hast du jetzt vielleicht du heute nicht erleben müssen, aber das gibt es auch. Da muss ich auch sein. Sicher gibt es auch Freundschaften, aber es ist schon noch, wir sind halt viele. Und da kannst du nicht mit jedem. Und das will es auch nicht jeden. Und eben, es ist dann irgendwann mal zu viel. Es geht einfach bis eine gewisse Grenze schon. Ja.